Guten Tag und willkommen zurück hier bei Kirby und das vergessene Land. Wie schon auf Twitter geschrieben, bin ich ein bisschen erkältet. Ja, da hört man schon. Es hat sich jetzt ein bisschen ironisch angehört, aber nein, ich bin wirklich erkältet. Also der Huster hat sich ein bisschen ironisch angehört. So von wegen, ja, ich bin erkältet. Nee, ich bin wirklich erkältet. Aber ich möchte unbedingt ein Video aufnehmen und endlich mal mit den Spielen weitermachen. Und nachdem ich mir jetzt einen Tee gegönnt habe mit Honig, genau. Honig hilft immer sehr gut dabei, wenn man irgendwas am Hals hat. Bin ich jetzt eigentlich schon wieder ready to go, würde ich sagen. Boah, sieht weird aus hier mit diesen X-Blöcken. Und ich würde mich natürlich auch gern dafür entschuldigen, wenn ich mal zwischendurch husten sollte. Gut, das aus dem Weg. Was war das denn gerade komisches? Kirby hat die Animation gebracht. Dann nicht durchgeführt. Hallo, weg mit dem Scheiß. So. Gerne drei Wanted-Poster. Schon wieder? Ja, okay. Oh! Du hast die Zwillingsbohrer-Blaupause erhalten. Nice. Und ja, wisst ihr Bescheid. Also falls ich husten sollte ein bisschen, dann tut mir das leid. Aber kann man nun mal nichts machen. Ich möchte unbedingt einen neuen Part aufnehmen. Okay, was ist hier los? Ich hoffe, die Höhle wird noch größer. Eigentlich ist das ein ganz cooler Flair. Oh, aber nee, ich hätte gern, dass sie dunkel bleibt. Hat da was versteckt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in solchen Passagen immer was versteckt ist, aber kann man nichts verstecken. Und ich hatte ja auch die ganze Zeit die Lampe an, also eigentlich kann man da nichts hinpacken. Oh ja, Mann. Ich glaube, ich krieg genau das, was ich wollte. Oh, geil. Was da? War das? Da war doch gar... Ja, da. Ach, das ist so ein Spike-Ding. Wie heißen die nochmal? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, leuchten, weiß ich. Das weiß ich. Nur ich würde halt gern nicht so viel leuchten, weil die Viecher dann zu uns rüber kommen. Und gab's... Hä, hier gab's doch noch rechts einen Weg, oder nicht? Hä, da gab's doch rechts einen Weg. Hier in der Mitte. Oder hab ich hier diesen Weg hier gesehen. Sehr komisch. Und ich weiß nicht, warum das Spiel von mir verlangt, die ganze Zeit zu leuchten. Ich möchte das nicht. Sonst kommen halt diese Viecher hier rüber. Was ist hier los? Okay, eine kleine Metallbrücke. Okay. Hier müssen wir kurz aufpassen. Ja. Ah, fuck. Schade. Ich wollte eigentlich da durchkommen, ohne getroffen zu werden. Ach, Mann, ey. Könnte ich mir halt echt gut vorstellen, dass es noch eine Challenge gewesen wäre. Da durchzukommen, ohne getroffen zu werden. Oder generell hier durch die Höhle. Das wäre ganz cool. Nur, aua. Nur halt bisschen kacke, dass ich es jetzt wiederholen müsste. Oh, hier hinten gibt's was. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Ah ja, okay. Und es ist tatsächlich Bonus. Nicht der richtige Weg. Und das ist der erste Waddle Dee. Ja. Dann scheint das ein längerer Level zu sein.
den wir aber hoffentlich schnell hinbekommen. Wie hat mich das Ding getroffen? Was zum Teufel? Ja, gut. Checkpoint erreicht. Alles klar. Dann gehen wir hier rüber. Kann man da hoch? Nee, ne? Nee. Hätte ja sein können, dass man da rechts hoch kann, aber nein. Geh mal nicht davon aus. Diese Plattform muss man hoffentlich nicht. Was? Zum Teufel? Ja, hi. Der war jetzt aber geschenkt. Aber so dermaßen. Okay, hier kann man hoch. Komm, mach weg. Zack. Und da haben wir dann das zweite von den drei Wanted-Postern. Musik auf einmal weg. Musik auf einmal wieder da. Okay. Das war weird. Okay. Tschüss. So, hoch mit dir, Kirby. Da ist eine Kiste. Zack. Wo nur Münzen drin sind. Okay. Hätte ja auch sein können, dass da irgendwas Wichtiges drin ist. Und hätte ich die Blöcke dann zerstört. Das wäre kacke gewesen. Gut. Nehmen wir die Drachenfeuerfähigkeit. Und ballern die... Hallo? Ballern die Viecher weg. So. Oh, und das ist hier auch für die Kisten extrem gut. Weil es halt so eine geile Reichweite hat. Ja, nicht runterfällt. Na gut. Oh, und habt ihr gesehen, wie gut das mit den Leitern funktioniert? Kirby läuft da in die Nähe und hält sich direkt fest. Okay, der war auch geschenkt. Aber okay. Dann nehmen wir den halt mit. Und da ist das dritte. Ja, das war aber ziemlich easy zu sehen. Nice. Das erste war echt einfach. Versteckt, in Anführungsstrichen. Das zweite war dann wieder schwerer. Und das dritte war dann auch wieder etwas leichter. Und hier kann man runterfallen, oder? Ich glaube, hier kann man runterfallen. Und da ist Bonus. Das sieht man immer schön an dem roten Stern über der Tür. Nicht vergessen. Ja, ja, ja. Nehmen wir natürlich alles mit. Kirby, geh bitte direkt wieder runter. Dankeschön. Boah, Alter. Okay, geil. Richtig schön abgecasht. Geiler Parkour. Aber Kirby kann fliegen. Also ist das gar kein Ding. Zack. Den haben wir. Und wieder raus. Meistere den geheimen Raum, ohne in ein Loch zu stürzen. Geil. Das haben wir auch. Und damit 2 von 3. Schön. Aber gut, das war auch machbar. Das war machbar, also großartig failen muss man da jetzt nicht. Alter, guckt euch mal an, wie der platt gequetscht wurde. Holy shit. Hier geht die Kamera so ein bisschen rüber. Ist hier was? Nein, okay. Ich wollte es nur überprüft haben. Nicht, dass ich da wieder was verpasse. Da habe ich nämlich keinen Bock. Ja, nee. Direkt da reingehen werden wir auch nicht. Wir werden uns natürlich hier erst umschauen.
Aber hier gibt's nichts, oder was? Hm. Kann ich eigentlich kaum glauben. Aber gut. Wenn ihr das meint. Und ich find's so cool, ne? Das war halt echt mal so eine Hafenstadt. Und mittlerweile ist das einfach nur so eine Wüste geworden. So eine Stadt in der Wüste. Aha, das ist was zu fressen. Ja, okay. Komm, dann gehen wir weiter. Let's go! Ja, ich wollte gerade schon sagen. Dem machen wir einen Schraubenangriff, okay. Aua. Habe ich tatsächlich ein bisschen vergessen, wie die Steuerung hier war. Sind wir da nach rechts gekonnt? Oh. Kann man doch safe irgendwo abbiegen. Da! Da war eine Höhle. Da war eine Höhle. Das habe ich gesehen. Und ich hoffe, dass man das wieder resetten kann hier. Alter. Was geht denn hier ab? Oh. Hä, da war doch keine Höhle? Ja, Batterieleistung lässt nach. Ich habe schon einen anderen Joy-Con angeschlossen. Also das wird uns auf jeden Fall an gar nichts hindern. Okay, es kann sein, dass da eine Höhle war, aber... dass die nur optisch war. Okay. Hier noch eine weitere Kapsel. Und... das war's. Was die letzte Aufgabe ist, werden wir nun erfahren. Yay! Finde den versteckten Schatz bei den Kaktusdrillingen. Okay. Hört sich tatsächlich wieder nach einer Aufgabe an, die ich off-cam machen werde. Aber ja, mal schauen. Und damit müssten wir jetzt auch den Boss wieder freigespielt haben. Wo ich schon gespannt bin, wer das sein wird. Der Sammler der Schlaflosschlucht. Okay. Die Waddleys haben dir beim Öffnen des Tors geholfen. Stell dich dem Boss. Jo. Werden wir machen. Aber nicht mehr in diesem Part. Und ich wusste, dass da rechts noch was erscheint. Also, das war mal sowas von klar. Das sieht nach irgendeiner Ratte oder so aus. Man sieht auf jeden Fall schon die Schnauze und diesen einen Zahn, der da rausschaut. Und die Augen. Nach irgendwas Verrücktem sieht das auf jeden Fall aus. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal den Eisbär-Eisschatz. Ich denke, ich werde jetzt in diesem Part noch so Nebensachen machen und keinen richtigen Level mehr, weil der nächste Level wäre sowieso der Boss-Level, den ich allerdings erst im nächsten Part machen möchte. Also, vielen Dank schon mal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht getan habt. Und an alle anderen, die sich das hier jetzt noch anschauen wollen, viel Spaß. Straße erschätze, eiskalt abserviert, Eisbär-Eisprüfung. Ja, dann, lass mal los, würde ich sagen, ne? Okay. Interessantes Konzept.
Okay, aber ich weiß genau, worauf das hinauslaufen wird hier. Au. Ja, komm. Was wäre jetzt hier der Trick bei gewesen? Ich verliere so unfassbar viel Zeit. Wie lange hat man? 1,30, also noch 20 Sekunden. Aua. Ich werde gleich hier fett verrecken. Es muss doch hier irgendeinen Trick beigeben. Was ist die Anfangszeit? 3 Minuten. Okay. Ja, das ist etwas hart, tatsächlich. Ja, komm, mach ihn doch bitte. Ja, nee, nicht schnell genug. Okay, okay, okay. Ich lasse so Eismänner erscheinen. So Schneemänner. Und ich glaube, genau das wird der Trick dabei sein. Die Batterie ist leer. Ja. So. Okay. Sehr schön. Dann nochmal. Schade, dass das gerade unterbrochen wurde. Aber gut. Was soll man machen? Okay, nice. Das ist ganz geil, schätze ich. Aha. Ja, okay, haben wir. Und ich weiß nicht, ob wir die Eismänner auch gegen ihn, die Schneemänner besser gesagt, auch gegen ihn benutzen müssen. Wie lange braucht man denn dafür, Mann? Zielzeit 1,30, das ist doch einfach nur krank. Wie? Nein, hau doch ab! Was?
Warum verfolgt er einen so lange? Ach komm schon, Mann. Wie soll man das denn machen? Und ich raste gleich aus, wenn der Controller nicht vernünftig funktioniert. Holy shit. Ich drücke auf die Knöpfe und es funktioniert nicht richtig. Warum nicht? Scheiß hat einen Arsch voll Geld gekostet und kann die Kacke bitte vernünftig funktionieren? Warum wird er denn schneller befördert als ich? Okay, komm. Ein paar schöne Treffer dabei. Nein, hau doch ab. Hau doch bitte einfach ab. Ja. Schade. Da habe ich jetzt schon wieder extrem Zeit verloren, dadurch, dass er mich aufgefressen hat. Und ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Alles klar, Leute. Da das Ganze hier nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte, werden wir das Ding hier im nächsten Part nochmal neu machen. Da werde ich dann zeigen, wie das geht oder was der Trick dabei ist. Keine Ahnung. Irgendwas habe ich auf jeden Fall verkackt. Ich habe es auf jeden Fall nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann werden wir im nächsten Part den Eisbär-Eisschatz nochmal machen.